So Leute, willkommen zurück zu Pokémon X Wedlock Challenge. Oh hier, yeah, am letzten Mal sind wir hier auf den, ich habe keine Ahnung, wie der Weg heißt. Auf jeden Fall ist Route 22, glaube ich, sind wir hier gewesen und haben Agate gefangen, unser Porenta. Yep, und ich bin nochmal zurückgegangen aufs Stream, habe mich im Pokémon Center geheilt, bevor ihr euch wundert. Und jetzt wollen wir einfach mal diese Route hier weitermachen. Willst du kämpfen? Ja, ihr will kämpfen. Und los geht's, unser Kampf beginnt. Yay, Sor! Dann show me your moves. Wenigstens keine Trainerhoffnung, sondern nur ein... Achso, oh, ich habe ihnen eine bisschen zu hohe Stimme gegeben. Ein Taubsi. Gegen Pearl hast du keine Schnitte, Junge. Meine Güte, also vom Level ziehen die aber ganz schön an. Pearl müsste... Wobei, ich weiß nicht, bald, aber... Ich frage mich, wann Pearl Kopfnuss lernt. Eine Attacke, die sie auf jeden Fall noch lernt, aber... Ich weiß nicht wann, verdammt nochmal. Ich weiß einfach nicht wann. Boom! Taubsi, frisst das! Und ein weiterer Trackle! Du kannst ruhig weiter mit Sandwirbel machen. Also, naja, eigentlich eher nicht, aber solange ich treffe, ist mir das relativ gleich. Ja, solange ich treffe. Solange ich treffe. Oh, verdammt nochmal, ich glaube... Ich sollte vielleicht gleich mal auf Muffin wechseln. Oh, verdängt! Verdängt! Das war jetzt der vierte Sandwirbel, habe ich richtig im Kopf, oder? Ja, aber Pearl ist das vollkommen egal, sie trifft trotzdem! Ach, Pearl, du bist so eine Perle. I'm so sorry. Nein, eigentlich nicht. Yay! Safcon setzt als nächstes ein. Eigentlich, ja. Ich denke mal. Ich weiß nicht, ob es nichts oder anderes war, aber normalerweise haben Trainer, die Safcon und Kokuna haben, keine andere Attacken drauf außer Härten. Insofern nichts, vor dem ich jetzt irgendwie Angst hätte. Deswegen probiere ich es einfach mal. Und selbst wenn er angreifen sollte... Ah, Moment, ich hätte vielleicht trotzdem aus... Was ist ein Volltreffer? Oh, er macht trotzdem... Er kann sogar Tackle. Ich bin beeindruckt. Es war also wirklich anders in XY. Ich wechsle trotzdem mal aus, weil ich gemerkt habe, ich habe ja noch immer vier Sandwirbel drin. Ein Wunder, dass ich gerade getroffen habe. Ich bin ja schwerst beeindruckt. Ah, da kommt der Härtner. Macht die Musik, ist so catchy wie immer. Okay, ich werde dich aber niederwalzen. Los, Muffin! Irgendwie sieht die Walzer-Animation wirklich ein bisschen aus wie so ein Muffin. Okay, nach einem Härtner haben wir trotzdem noch, dafür, dass es der erste Walzerangriff war, verhältnismäßig guten Schaden gemacht, finde ich. Ich glaube auch, ich habe mich entschieden und ich denke, ich werde mit Muffin und Pearl... versuchen gegen Viola zu gewinnen. Ja, ich denke schon, dass ich das tun werde. Pearl erreicht Level 9, jawohl! Und Kopfnuss, ich sag's doch noch, bald müsste sie es lernen. Schön. Ich habe verloren, aber mein Team hat sein Bestes gegeben. Ja, das ist schön. Oh Gott, der Kampf gegen Vivion übrigens, also gegen Violas Vivion, könnte extrem schwierig werden. Also, das ist extrem schwierig, könnte extrem knapp werden, weil Plage... Und zwar Plage hindert ja, dass ich wechseln kann. Das heißt, im Notfall kann ich nicht mal austauschen und muss mit dem, was drin ist, wechseln. Das heißt, meine Strategie ist tatsächlich, glaube ich, gegen Geweiher versuche ich es mit Walzer, um dann so viele Walzer aufzubauen, dass ein Walzer reicht, um Vivion zu besiegen. Weil ich denke mal, eine Plage sollte eigentlich auf jeden Fall, also Muffin sollte auf jeden Fall einen der Plageangriffe überleben. Würde mich doch schwerst wundern, wenn dem nicht so wäre. So, bitteschön, Pearl. Das heißt, ich denke, ich werde jetzt auch mit Pearl und Muffin erstmal wieder ein bisschen kämpfen. Hallo. Auf geht's, Koppel, lass uns alles geben. Okay, dann gib mal alles. Ja, tu dein Bestes. Aber sei nicht traurig, weil du verlierst. Was hast du denn? Oh, nur ein Pokémon, Gott, ist schon wieder stark. Es ist schon wieder stark. Vor allem, was hast du denn? Sie hat gerade gesagt, los, Koppel. Gut, wie ich meinen Gegnern zuhöre. Level 8, aber das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Immerhin habe ich die Kopfnuss und damit die stärkere Attacke, mein Freund. Boom, oh ja. Schaden, den ich gerne sehe. Aua. Was? Das war nicht mal ein Crit? Das war mir eine Spur zu viel. Alter. Was ist zum Henker? Hast du etwa Kraftkoloss auf deinem Skoppel? Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, dass ich nicht drin bleiben möchte. Einen Ruck zu geben, müsste ich zwar noch überleben. Hat, glaube ich, 9 Schaden gemacht, aber... Ah, der Zufallswert hätte... Könnte... Es hätte sein können, dass der Zufallswert nur nett zu uns war. Und außerdem... Critical Hits. Ja, wir kennen sie alle. Wir lieben sie alle. Nicht so wirklich. Aber sie sind trotzdem an jeder Ecke. Wie fliegen. Ja gut, aber fliegen liebt nicht jeder. Aber sie sind trotzdem an jeder Ecke. Egal. You know what I mean.
Das einzige kampffähige Pokémon, das ich habe, ist Skoppel. Ja, jetzt nicht mehr. Das einzige kampffähige Pokémon, was du hattest, war Skoppel. Du hattest da falsche Zeit vor und so. Wollte ich dich nur mal korrigieren. Nicht anfangen zu machen. Für einen kurzen Moment blieb mein Herz gerade stehen. Erstmal heilen. Upsala. So. Gott, wenn die mich jetzt herausgefordert hätte, dann wäre es ziemlich schlimm geworden. Meinem beherzten Sprung lassen sich Erhebungen wie diese Flux überqueren, aber Vorsicht, jetzt mal erstmal gesprungen, gibt's kein Zurück mehr. Oh Gott. Kein Blick zurück. Hier war nichts, ne? Nur der eine Typi, der uns nicht durchlässt und der andere Typi, der uns nicht durchlässt. Gleich zwei Typis, die uns nicht durchlassen. Was fällt ihnen denn ein? Ich würde nun die Pokémon-Liga jetzt am besten. Ja! Aegid reißt das schon. Aegid in der Pokémon-Liga, kein Ding. So, aber du willst noch kämpfen, ne? Ja, und bei Pokémon-Kämpfen geht es mir hauptsächlich darum, mit meinen Pokémon zu prahlen. Das ist kein Problem. Du kannst gerne ein bisschen angeben, wenn du möchtest. Aber mit was möchtest du denn angeben? Mit Emma. Mit Emma. Mit Flabebe. Oh, oui, oui, Flabebe. Okay. Flabebe hat keine Sorte. Ich weiß, es heißt eigentlich Flabebe oder Flabebe. Aber Flabebe ist einfach viel wunderbarer. Du hast eine schlechte Verteidigung, wollte ich gerade sagen. Deswegen sollten. Oh. Wow, das war weniger als erwartet. Das war mehr als erwartet. Was fällt dir eigentlich ein? Pearl, Headnut, Headbutt, Bam! Sehr, sehr schön. Feenbrise, oh. Meine Güte. Oh, Pearl, ich habe ein bisschen Angst um dich, muss ich sagen. Aber ich möchte noch dabei zusehen, wie du aus einem wunderschönen Geradax heranwächst. Übrigens, muss man dir mal anmerken. Ich habe nochmal ganz spontan, ganz sporadisch schon mal in mein E-Mail-Postfach hier rechts guckt, fernas@maro.de. Oh nein, jetzt hast du wegen mir verloren, Flabbaby. Bitte vergib mir. Sie ist so nett zu ihrem Flabbaby. Kein Problem. Sie wird sie bestimmt nicht übernehmen. Auf jeden Fall, da sind echt, verdammt nochmal, sehr, sehr viele schöne Bilder dabei. Auf jeden Fall. Vor allem wie viele in kurzer Zeit. Ich meine, ich habe nach Part 2 geguckt und das waren viele, auf jeden Fall. Viele, viele, viele. Und sie sind alle so schön und toll. Aber das werdet ihr alles noch in Part 10 erleben. Aber übrigens, das sollte ich vielleicht nochmal anhängen. Nur nochmal so nebenbei. Ich werde natürlich nur Let's Play-bezogene Fanarts zeigen. Im Sinne von, die hier klar mit dieser Wetdog in Verbindung gebracht werden. Ich meine, ich hatte zwei Leute, die zwar auch sehr schöne Bilder gezeichnet haben, aber das waren generelle Fanarts für mich, sage ich mal. Da müsst ihr dann aber leider bitte Verständnis haben, weil hier geht es um die Wedlock und da werde ich natürlich dann auch nur Wedlock-Fanarts zeigen. Aber das sollte eigentlich ja, denke ich mal, selbsterklärend sein. Aber ich dachte, ich erwähne das nochmal früh genug, bevor sich Leute wundern und dann traurig sind. Ne? Aber jetzt habe ich es ja gesagt. So. Mit anderen Worten, nur noch die Arena, oder? Nee, warte, die will doch noch. Will die da nicht kämpfen, die mit den Roller Skates, die Olle? Die Alde da oben? Ich glaube schon. Hallo, du da. Erzähl mir was. Ich wäre tatsächlich mit Aegid reingegangen in die Arena, aber ich habe ein bisschen Angst, weil sie keinen Partner hat, zur Not. Und deswegen lieber nicht. Auf Roller Skates durch die Gegend zu sausen, ist ein sagenhaftes Gefühl. Findest du mich auch? Aber Moment mal, sehen meine Lügenaugen, du hast ja gar keine. Ich sag dir was, wenn du mich besiegst, schenke ich dir ein paar. Für mich sind Wettkämpfe nämlich alles, also nimmst du die Herausforderung an. Aber sowas von. Da bleibt kein Auge trocken, wenn wir erstmal anfangen zu battlen. Dum bum, Roller Skaterin Rachel oder Rachel. Ich nenne sie jetzt Rachel, weil ich eine kenne, die so ausgesprochen wird. Und du hast einen Zickzack, das ist ja süß. Aber unseres ist stärker, ganze zwei Level. Das heißt, du hast keine Schnitte, Mann. Bam. Aber dann ist es auch weiblich. Aber du hast noch nicht Kopfnuss. Haha, und du schreckst zurück. Wunderbar. Ist das perfekt oder nicht? Ich finde schon. Tschüss. Ich bin bestimmt wieder ein... Ja. Level up. Sehr gut. Ich muss aufpassen, dass ich Level 12 nicht überschreite. Dringend. Ansonsten könnte es Probleme geben. Brrr, der Kampf war vorbei, bevor ich richtig in Fahrt gekommen bin. Ja, musst du besser aufpassen, ne? Wow, ich kipp um. Vielleicht bist du sogar stärker als die Arena-Leiterin. Das will ich hoffen, sonst habe ich ein Problem. Dann will ich mein Versprechen auch halten. Hier, dieses Paar Roller Skates ist für dich. Yay! Gut, warte, ich lese dir kurz ein paar Zeilen aus der Gebrauchsanweisung vor. Diese Roller Skates passen auf jedes Schuhwerk. Ja, okay, das brauche ich nicht zu wissen. Das ging verdammt kurz, diese Anleitung. Jetzt ja, Roller Skates. Aber die werden uns in der Arena nicht sonderlich weiterhelfen. Novaria Arena. Hi Typ, gibst du mir einen Sprudel? Kampf? Na nee, da gibt er mir nicht mehr, oder? Oder? Nein, er hat keinen Bock. Er hasst mich einfach, wie er mich hasst. Runter mit uns. Feuerwehrmann. Ich wollte schon immer ein Feuerwehrmann sein. Eine Feuerwehrfrau wohl eher in diesem Zusammenhang. Super.
So, wir wollen natürlich alle Trainer mitnehmen. Kann ja schon mal ein guter Vorgeschmack sein. Hallo du da. Ich mache hier gerade lebensgefährliche Sachen. Stör mich bitte nicht. Du versuchst dein Glück in der Arena, dann herzlich willkommen. Los, zeig mir deine Pokémon. Ich kann dir mal meinen richtigen Hasen zeigen. Nee, beziehungsweise nee, kann ich nicht, weil Diamond darf gerade nicht kämpfen. Aber ich kann dir auf jeden Fall einen Dachs zeigen. Und der heißt Pearl, beziehungsweise sie heißt Pearl. Aber wobei, er, der Dachs. Level 10. Eieieiei. Boom. Ach, schön, das Kopfnuss so eine starke Attacke ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er fängt mit Superschall an. Da brauchst du gar nichts erst zu machen, mein Freund. Aber Pearl ist super, weil ich habe das Gefühl, ich habe gehört, Pearl lässt sich davon nicht beeindrucken. Guck mal hier. Warte nicht jetzt, aber jetzt guck mal hier, wie sie durchkommt. Nicht durch ihren Angriff. Okay, gut. Für einen kurzen Moment. Ja, noch crittet auf. Stop it. Och ja, ist das schön. Muffin, Pearl ist extrem verwirrt, bitte helf ihr mal. Hilfe ist unterwegs, Pearl. Und da ist sie auch schon. Sie die Hilfe, er der Muffin. You know what I mean. Mensch, oh, Chespin, du bist scheinbar ziemlich langsam. Muffin, why are you so slow? Ladybug wurde besiegt. Meine Güte, ich sollte nochmal zurückgehen, vor allem bevor ich gegen die Arena-Leiterin kämpfe, um mir Tränke zu besorgen, fällt mir gerade so auf. Oh, das ist jetzt nicht praktisch in der Arena, aber jetzt hätte ich fast Tränke nie vergessen lassen. Nein. Heuler senkt den Angriff, das werde ich nicht benötigen. 1, 2 und schwubbidi-bub-bub. Heuler vergessen und erlernt den Biss. Awesome. Ja, mit Biss schaffen wir das auch. Das Tolle an Pokémon-Arenen ist, dass man dort jede Menge unterschiedliche Pokémon sehen kann. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl die Wahrheit. Gut gesprochen, mein Herr. Ach Gott, wie wir geschädigt sind direkt. Also, ich sowieso, aber ich meinte gerade eigentlich sogar unser Team nur. Wie viel hat? 30 sogar, oh, okay. Nimm von Härte mal. Ach, das wird schon. Vivion ist vierfach anfällig dagegen. Vierfach. Und Safkon hatte einen Härtner drin eben. Yay, blop, blop, blop. Ich will die ganzen Regentropfen hier vom Netz treten. Yay! Zerstörung! So. Ach doch, ich bin zuversichtlich. Das schafft Muffin schon. Ich möchte noch zu dem anderen Typen hier dahin. Habe ich geheilt? Aufpassen, Chris. Meine Güte. Ist mir schon neulich ja schon fast passiert. Neulich. Vorhin. Gegen die Trainerhoffnung. Sind es echt nur zwei, die hier rumeiern? Hallo, du da. Na? Käfer-Pokémon entwickelt sich außergewöhnlich schnell weiter. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Was möchtest du mir denn für ein Käfer-Pokémon zeigen, welches sich außergewöhnlich schnell... Donny. Ach, stimmt, ja. Pupongcho. Nervosität macht sich breit. Ich kann es nicht verleugnen. Ich will es auch nicht verleugnen. Weil wir müssen uns dem stellen. Der Angst, die wir haben. Und so weiter und so fort. Headbutt Pearl! Booyah! Du kannst ruhig weiter härtnern, wenn du willst, das ist mir egal. Greif nur nicht an. Eigentlich muss ich nicht mehr zurückgehen und Tränke kaufen, weil ich darf eh keine Tränke benutzen. Aber jetzt muss ich nochmal zurückgehen und mich heilen, weil jetzt sind nicht beide Pokémon fit. Verdammt! So, ein Angriff noch und das war's für Pupongcho! Tjo. Headbutt again! Das ist schön. Ich mag es, wie Zickzacks angreift. Es läuft nämlich immer im Zickzack, logischerweise. Und daher kommt ja der Name. Nicht nur von den ganzen schönen Stacheln, Zacken, die es hat im Fell. Zickzack ist so unglaublich niedlich. Diesen Kampf, was du als Trainer... Durch diesen Kampf hast du dich auch als Trainer außergewöhnlich schnell weiterentwickelt. Ich danke dir. Ich habe auch Kopfnuss gelernt. Stimmt doch gar nicht. Doch, guck. Rutsch. Aua! Nee, da hinten ist noch eine. Stimmt, ha. Wolltest du gerade... Wollte ich doch sagen. Das waren noch drei. Meine Erinnerung trügte mich nicht. Pearl ist etwas angeschlagen. Aber das sollte machbar sein. Zur Not wechseln wir auf Muffin. Hallo. Du bist mir hilflos ausgeliefert wie ein Insekt, das sich in einem Spinnennetz gefangen hat. Das ist aber keine schöne Metapher für eine Käferarena, mein Freund. Abgesehen davon sind Spinnen keine Insekten. Das heißt also, du hast gerade für
einen Arachnoiden gesprochen. Anstatt für die Insekten. Du solltest doch deinen Insekten treu sein. Was tust du denn? Ich habe deinen Namen vergessen, aber was tust du? Ich habe nicht mehr viele Kopfnüsse, verdammt. Gut, dann wäre ich auf jeden Fall nochmal zurückgegangen. Oh, das war nett. Oh, das war noch netter. Das ist gut, weil, wie wir eben gesehen haben, die Typen hier können auch Giftstachel, Tackle und so ein Kram. Und wenn ich eine Sache jetzt nicht gebraucht hätte, dann wäre es eine zusätzliche Vergiftung. Jai, Level Fippel. Coole Augen. Ach Gott, das... Na, pf, als wenn. Das passt auf jeden Fall sehr. Bei Gelb hätten wir es jetzt vergessen. Der Anwärter erobert das Herz des Zieles. Indem man coole Augen ansieht, senkt den Angriffswert. Erstschlaggarantie. Ach, das war das, stimmt. Ja, dann eigentlich genau wie Heuler, nur besser. Also kein Grund, Heuler zu behalten. Was haben wir da noch? Vabridi, aha. Wie viel Level ist denn eigentlich unser Muffin? 10. Ah, das wird schon. Hallo, du hast sogar ein weibliches Vabridi. Das heißt, es darf sich sogar entwickeln, wenn es groß ist. Wir könnten übrigens auch die Chance haben, einen Vabridi zu fangen. Und ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, weil es muss ja männlich sein. Und es darf sich ja nicht entwickeln, weil nur die Weibchen entwickeln sich weiter. Zu Hornbeisel. Also auf der nächsten Route meine ich jetzt. Als Partner für Elgit. Hier fehlt ja noch einer. Einfach unglaublich, wie stark du bist. Du gehst so schnell niemandem ins Netz. Ich bin eigentlich voll ins Netz gegangen. Ich bin nämlich total draufgefallen eben. Das war übrigens ganz schön schmerzhaft. So. Ich wollte doch den letzten Tropfen wegnehmen. Weißt du, wie lange das dauert, bis die Tropfen hier hingelangen wurden? Ja. Deswegen mache ich es ja kaputt. So. Eigentlich kann ich euch jetzt rausschneiden. Wir sehen uns gleich hier wieder. So, da bin ich wieder und jetzt geht es gleich gegen Viola. Ach Gott, also wie gesagt, die Strategie ist Muffin nach vorne setzen, Walzer und hoffen, dass das gut geht. Das klingt ganz schön wagemutig, aber ist nicht so, als hätten wir eine große Wahl. Also ich könnte es natürlich auch mit Pearl versuchen, aber nein, ich möchte, dass der Walzer schon aufgeladen ist, wenn Vivion rauskommt. Das heißt also, wir müssen nur ein paar Mal treffen. Das sollte ja machbar sein. Eieiei, hi. Na? Erzähl mir was über dich. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut, genau danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich in einer Arena versuchst? Ja, wirklich sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht der Niederlage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, das wird wirklich sehr gut. Nun weißt du, was dich erwartet, denn jetzt komme ich, Viola. Ha, ich habe den Sieg fest im Blick, so wie für ein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Oje, oje. Versus Viola. Hi, eine Herausforderung von Arena in Viola. Geweiher, genau. Das ist der Anfang. Geweiher sollte nicht zu viel machen können. Weil es ist eine Aquaknarre, meine ich. Und ja, wenn es Tackle kann, dann sollte der nicht allzu stark sein. Also, Muffin. Mach die Muffin-Attacke. Walz sie nieder. Loba. Ja, genau. Eins. What? Vier? Oh, das ist eine Spur zu... Guter Anfang. Guter Anfang. So gar nicht. Gut, okay. Jetzt bitte nicht mehr daneben gehen. Der nächste Angriff sollte dann ja wohl ausreichen. Blubber, blubber, blubber. Okay, Muffin. We believe in you. Das war noch ein Fall. Hörst du mal auf hier? Okay. Der nächste Walzer sollte Vivion eigentlich besiegen. Critical Hit, okay. Gut, habe ich auch nochmal gemacht. War nicht nötig, denke ich mal. Okay, als nächstes Vivion, ja. Plage wird auf jeden Fall wehtun, aber sie wird mich nicht besiegen. Muffin! Ich glaube an dich! Ja, das war ja abzusehen. Das killt mich aber nicht. Boah, viel Schaden! Ja, und besiegt, hab ich gehört. Boah, Gott, ich glaube, P-Sanken aber gerade erstaunlich langsam. Okay, gut, alles in Ordnung. Perfekt, das lief wie geplant. Uiuiuiuiui, auf welchem Level war sie denn jetzt? 12, ne? Erste Arena. Ich sag, das ist Part 4? Oder wievielte Part ist das jetzt hier? Und ich bin jetzt schon mehrere Tode gestorben. Das Riolo im letzten Part war nämlich auch nicht ohne. Ich glaube, es ist Part 4. Du und dein Team, ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobe euch, ich preise euch, ich lobpreise euch. Ja, danke. Ach, meine Güte. Wow, du. Nein, ihr, du und dein Igamaru, ihr seid ein tolles Team. Ja, sehr gut, genau danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient.
Da-dam, badi-bap-badam, vielen Dank dafür. Danke, der Orden, dessen Namen ihr geklaut habt. Nein, habt ihr nicht, aber wir hätten auch einen Krabbelorden in Dämmerlicht und jetzt nicht mehr. Mit dem Krabbelorden hören alle Pokémon bis Level 30. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese Term ist ebenfalls für dich. Danke. Plage. Ja, das war eine Plage. Die Vorbereitung war eine Plage. Ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Sind mehrmals einsetzbar. Mach das irgendwie zum Nutzen dir. Also gut, hinter dem Zelt findest du eine Treppe, die dich sofort wieder hochbringt. Huch, das ist ja praktisch. Das ist ja voll nett. Da muss ich nicht nochmal mein Leben riskieren, nur um aus dieser Arena rauszugehen. Danke auch. Ach, schön. Hinter dem Smedbo. Hallo, du da. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Oh, sieh mal an, der Krabbelorden. Sehr gut. Da wird der Professor dir das erste Pokémon anvertraut Augen machen, was? Warum lässt du nicht dein Team Pokémon Center heilen und schaust dann bei ihm seine Pokémon Labor Universität vorbei? Hatte ich vor, sowohl meine Pokémon zu heilen, als auch dann bei ihm vorbeizuschneiden, aber das machen wir natürlich noch nicht jetzt. Also uns heilen auf jeden Fall, das machen wir jetzt. Und vor allem werde ich dann wieder das Team wechseln. Also erstmal wieder ein bisschen Diamond und Waffel kämpfen. Theono steht immer noch hier rum und hat keinen Bock auf irgendwas. Das war ein erfolgreicher Part, würde ich sagen. Mit Nervenkitzel auf jeden Fall, definitiv. Gott, diese Plage war verdammt stark, aber ich wusste, dass sie nicht reichen würde. Es war irgendwie nichts, was überrascht hat. So, okay. Waffel, du darfst wieder ein bisschen battlen. Brr. Schön. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, das war Pokémon X Wedlock Challenge für heute. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter und auf den Weg zu Professor Platan. Bis dahin, ciao.